So, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und wir machen direkt mal ein neues Spiel auf einfach. Kapitel 1. Unter einer neuen Sonne. Ihr seid zu schnell für mich. Los, fangt uns doch, Zauberer. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt Acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei! Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Amicia! Seht euch das an. Eine Burg. Da will ich hin. Ja! Also gut. Dann mal schnell. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Tut dir nur gut. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt. Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Gut, behalten wir ihn im Auge. Ja, fünf, wenn er kommt, sechs, gehen wir. 7, 8, 9, 10. Ich komme! Er kommt, er kommt. Ich rieche Angst. Ich, Lukas der Heimtückische, schwöre, dass ich aus euren Zähnen Eintopf mache. Wie köstlich! Das ist eklig. Oh. Er kommt. Verdammt. Weißt du was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja. Ja, genau. Zu dem... der Zeit, bis ich euch finde. Du hast dich so erschreckt. Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König.
Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. So ist die Burg. Da gehen wir jetzt hin. Und laufen kann ich. Darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, klar. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Wow, so schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land und töten versenkt. Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Ja, das gefällt dem König. Sollen sie kommen, ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus der Ruhm. Hallo. Oh, hallo. Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tonon, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tonon? Klar kann ich das. Toll, ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Ja, Tonor, feuer weiter die Kanone ab. Ja, wir treten ihnen in den... in den bösen Arsch. Hey, ganz ruhig. Ihr beginnt wie kleine Trompetchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit für Manieren. So, verpasst ihn den Gnadenstoß, Tonor. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tonor. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tonor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders. Ich weiß. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt, Angriff! Angriff! Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Oh,
Die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia, hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Hier lang. Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe, ich schneide euch in Stücke. Lauf! Jetzt aber schnell weg hier. Was ist, wenn du durch die Tür gehst? Welche Tür? Oh, die. So. Achso. Möchtest du nicht einfach hier so? Ihr dachtet wohl, wir kriegen euch nicht, was? Nein. Hier lang, da passt er nicht durch. Ja! Nein! Was willst du von mir? So. Amicia. Hey! Was ist hier los? Okay, hört mal schon. Komm zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Er verfolgt uns noch! Wir müssen einen Ausgang finden! Hier lang, da passt er nicht durch! Schnell! Geh doch! Runter, schnell! Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast? Oh. Nein! Oh Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen! Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Drüber. Los, die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Ihr seid tot. Matthias, komm. Wir haben Opa übel erwischt. Scheiße, nein. Amicia, das Haus. Gut gesehen. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, Vorsicht. Heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich. Er geht nicht weg. Ich mach was schon. Was soll's? Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr ganz her. Ruhig. Das sag ich dir. Wir müssen sie nicht. Ah. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen es ihr einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Thomas! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber, sofort! Ich brücke die Scheiße aus dir. Komm mit hoch. Oh nein, hier lebt er noch. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Versuchen wir es mal hier. Immerhin haben sie die hier halt, nicht beschädigt. Warte.
Fenster! Er kommt! Was zur Hölle? Los geht's! Er hat uns fast gesehen. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Geht klar! Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Wo ist Tonner? Ich will ihn mir vorknöpfen, bevor Vater ihn hat. Amicia, die Töpfe! Könnte klappen! Ah. Wenn ich den hinter ihm werfe. Man kann sogar hier zwei Töpfe auf einmal nehmen. So. Ich hab ne Axt. Pass bloß auf. Jetzt lauf schnell. Heilige, schützt mich. Das konnte man das vorher nicht, oder was? Nein, man konnte nur einen. Ich habe schon Halluzinationen. Im ersten Teil. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja, ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wär's anders lieber. Was ist der? Ups. Soll ich drücken? LB? Ups, falscher Knopf. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Bitte nicht entdecken lassen. Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Tomor gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Still. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Auf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler, aber ich bieg das wieder gerade. Hör auf! Hugo, bleib hinter mir! Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäuscht mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Amicia? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein! Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte, warte auf mich. Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia?
So, Freunde, das war's mit diesem Part. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.